Saboteur. Ist der Platz frei? Ich hätte gern meine Ruhe. Sie sind in Paris, mein Freund. In dieser Stadt trinkt niemand allein. Also, was feiern wir? Gar nichts. Aber wenn Sie ein paar aufs Maul wollen, helfe ich Ihnen gern weiter. Ich hätte mir auch denken können, dass Sie in Selbstmitleid zerfließen. Aus gutem Grund, nehme ich an. Was geht Sie das an? Denken Sie, Sie sind der einzige Mann hier, der sein schlechtes Gewissen ertränken will? In dieser Stadt wimmelt es von Leuten wie uns und wir haben alle gute Gründe. Ich habe Sie in den letzten Wochen beobachtet. Es ist offensichtlich, dass Sie die Deutschen hassen. Die Frage ist, wie viele Menschen diesen Bestien in Kampfstiefeln noch zum Opfer fallen, während Sie hier herumjammern? Sie würden mir auf der Stelle diese Flasche überziehen, aber wenn es darum geht, diesen Leuten zu helfen, rühren Sie keinen Finger? Das ist nicht mein Land. Oh, haben Sie Ihr Gewissen an der Grenze abgegeben? Endet die Gerechtigkeit an einer Linie auf einer Karte? Ja, wenn es eine Karte von Irland ist. Ihr Franzosen habt völlig falsche Vorstellungen. Öffnen Sie die Augen! Der Krieg ist überall! Es gibt kein Entkommen! Sie können sich hier verkriechen und den Krieg mutigeren Männern überlassen. Oder Sie gehen jetzt durch diese Tür und tun, was zu tun ist. Sie haben die Wahl. Nicht so laut. Was Sie da reden, könnte uns beiden eine Kugel im Kopf einbringen. Ich habe nicht vor, nur zu reden. Gleich um die Ecke ist ein Innenhof. Dort finden Sie mich, wenn Sie nicht mehr davonlaufen wollen. Tja, und damit bonjour mes amis et bienvenue. Wir spielen zusammen Let's Play Saboteur. Ein Spiel von 2009 und wie man jetzt schon im Prolog ahnen konnte, ist Paris von den Deutschen, die da nur unschwer zu erkennen sind, besetzt worden. Und wir sind in die Haut geschlüpft von Sean, einem Iren. Tja, und wir wollen das nicht einfach so über uns ergehen lassen. Ich bin durch Zufall auf dieses Spiel gekommen. Es ist mir sozusagen in die Hände gefallen. Ich habe nicht großartig geplant, das zu spielen. Es ist jetzt einfach so gekommen und ich habe es angetestet und ich finde, es ist eigentlich mal was anderes. Kommandant Dierke bittet die Bevölkerung, Diesel zu sparen. Ein kühles Halm rettet deutsche Leben. Zumal ich auch finde, dass es sehr schön gemacht ist. Also dafür, dass es von 2009 ist, und man muss ja jetzt auch mal sagen, das ist ja schon wieder lange her, auch wenn da eigentlich... Ja, man hat halt so das Gefühl, das ist ja gerade erst gestern gewesen, so quasi. Also ich finde, es ist ziemlich gut gemacht und auch mit viel Liebe, so gerade was die Musik angeht und so. Und, ich kann ja jetzt mal hier so fies sein und jemanden anrempeln. Die reden sogar Französisch. Ich finde das echt richtig toll gemacht und... ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Das ist hier alles so grau, weil das ein besetztes Gebiet ist. Und grau, das steht dann halt symbolisch für den Gemütszustand der Pariser, da das natürlich nicht besonders schön ist, wenn das da alles besetzt ist von den deutschen Pipi-Männern.
Und ich denke, wir können das alle verstehen, dass die das da furchtbar finden. Und deswegen wollen wir hier dem guten Luke helfen. Tja, ein bisschen zu sabotieren. Huch, ich habe jetzt gerade nichts gemacht. Sie scheinen ein Mann zu sein, der lieber aufrecht sterben würde, als sich knechten zu lassen, hä? Mir wär's lieber, die Crowds würden krepieren. Ausgezeichnet. Am Ende der Straße ist ein deutsches Treibstofflager. 5000 Fässer Diesel, bewacht von einer Handvoll betrunkener Schwachköpfe. Klingt nach einer brandgefährlichen Sache. Sie sprechen mir aus der Seele. Wir brauchen etwas, um das Feuerwerk zu zünden. Ich weiß, wo wir alles bekommen, was wir brauchen. Aber zuerst, sind Sie bereit, wenn nötig, jemanden zu töten? Wenn Sie mich fragen. Stehen diese Bastarde schon mit einem Bein in der Hölle. Ich roll nur den roten Teppich aus. Ja. Das da ist mein Auto. Ich fahre. Der Sean, der ist ja total die coole Sau. einsteigen. Hä? Ja, steig doch ein, bitte. Steig ein! So, jetzt. Ist toll, oder? Es gibt Autoradio und dann auch noch so toll ist. Ich höre ja sowieso gerne solche Musik. Wir müssen uns beeilen. Wo müssen wir hin? Ich habe in der Nähe ein deutsches Nachschublager entdeckt. Die haben sicher nichts dagegen, wenn wir uns ein paar Dinge borgen. Hatten Sie schon mal mit Sprengstoff zu tun? Ich hatte mal mit einer Bombenfrau zu tun, aber die war leider verheiratet. Das hier ist kein Spiel. Okay, regen Sie sich ab. Ich weiß, was ich tue. Dachte ich mir fast. Ich habe das Spiel ein bisschen angespielt, also Merkt, sehen Sie sich das an. Überall Deutsche. Diese Bastarde befallen diese wunderbare Stadt wie Kakerlaken. Wem scheint es hier zu gefallen? Es wird Zeit, dass wir ihnen zeigen, was Gastfreundschaft ist. Die Plappermäuler. Und es geht hier echt total steil bergab in Paris. Paris natürlich mit A. Paris. In Paris geht es steil bergab. Ja, und ich versuche mich hier gerade so halbwegs an die Verkehrsregeln zu halten, denn man weiß ja nie. Hier sind ja überall auf der Karte, sieht man es auch, die roten Zeichen. Das sind alles deutsche Crowds. Und da wollen wir natürlich nicht unangenehm auffallen. Pardon. Tut mir leid. Und eine scharfe Kurve. Ja, dann passiert nämlich das. Die sind jetzt auf uns aufmerksam geworden und das muss man ja nicht unnötig provozieren. Ich möchte nämlich auch versuchen, das Spiel möglichst geschickt und unauffällig zu spielen, wenn es irgendwie möglich ist. Weil ich ganz genau weiß, dass ich nicht so gut in dieser Art von, also in dieser Spielart, Taktik, wie auch immer, da bin ich nicht so der Pro drin. Das Lager ist am Ende dieser Gasse. Gehen wir. Sehen Sie sich diese rückgratlosen Hunde an. Ich ertrage das nicht mehr. Wow, langsam, Mann. Holen wir uns einfach, weshalb wir hier sind. Es beste Vorrede, Merb. Scheiße, und los. Ja, und da sind wir auch schon direkt in unseren ersten Kampf verwickelt. Und jetzt kriegen diese Schweine erstmal gehörig eins auf die Backen. Und ich habe natürlich schon ein bisschen geübt. Man muss das... Oh, na, das ging ja fix. Ach so. Ha, der ist ja noch gar nicht alle. So. Nicht jetzt. Gehen wir. Die Kisten sind da oben, aber wir müssen vorsichtig sein. Das Lager ist Sperrgebiet. Oh ja, etwa so vorsichtig wie vorhin in der Gasse? Ich habe die Beherrschung verloren. Passiert nicht nochmal. Das will ich hoffen. Ich habe meine warme Bar nicht verlassen, um mir den Kopf wegschießen zu lassen. Wenn Sie uns in der Nähe der Kisten sehen, schlagen die Deutschen sofort Alarm. Dann müssen wir eben erst den Wachposten erledigen. Ja, ich denke, Sie können an dem Gebäude problemlos nach oben klettern. Werfen Sie diesen deutschen Uhrensohn einfach vom Dach. Ich rücke einstweilen am Boden vor. Kriegen Sie das hin? Können Hunde bellen? Ich fürchte, ich verstehe nicht. Das heißt ja. Na, Logo, kriegen wir das hin. Und als ich das hier geübt habe, denn wie gesagt, ich habe mir ja schon den Anfang angeguckt, aber wirklich nicht viel. Also ich spiele das dann wieder blind. Das macht einfach mehr Spaß, finde ich, in Let's Plays. Ja, das ist dann halt einfach so, dass man auch mit dem Spieler zusammen sich erschrecken kann und so oder solche Geschichten einfach. Und man... Nein! So. Helfen Sie mir, Ihre! Wir dürfen nicht zulassen, dass Sie Alarm schlagen! Ja, das ging ja jetzt ganz schön fix, ne?
Ich wollte sagen, es ist so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig auch. Man kann hier so voll cool rumklettern. Und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie ich hier hochgekommen bin. Ich muss hier irgendwo wieder runter. Hilfe! Das ist jetzt ungünstig. Kann ich hier auf diesen Balkon vielleicht? Okay, dann halt so. Von mir aus auch so. Na gut, wir sind ja heil angekommen. Ach, hier sind wir. Alles klar. Dann würde ich mal sagen... Ach, ich habe ja noch gar keine Waffe. Hahaha. So. So, sehen wir nach, welche Gastgeschenke die Deutschen mitgebracht haben. Brechen wir die Kiste auf. Weil wir so ein harter Typ sind. Einfach mal aufgetreten. Huch. Na, bist du wohl. Perfekt, aber erhalten Sie mindestens eine Ladung für das Benzinlager zurück. Zurück zum Auto. Zurück zum Auto. Alles klar. Mir gefällt das Spiel jedenfalls. Und ich habe auch schon ein bisschen Mist gebaut. Das geht nämlich auch in dem Spiel. Wobei das natürlich irgendwie angesichts der Stimmung vielleicht ein wenig makaber ist. Ich weiß es nicht. Ihr könnt mir ja einfach mal sagen oder schreiben vielmehr, was ihr davon haltet. Und dann werde ich natürlich... Ich brauche einen Rückspiegel. Wie fühlen Sie sich hier? Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Die meisten Männer wären jetzt ziemlich nervös. Sagen Sie, mein Freund, was haben Sie in Irland gemacht, bevor Sie in mein Land kamen? Ich war Mechaniker, aber ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Mechaniker? Der Widerstand könnte einen guten Mechaniker brauchen. Ich wusste gar nicht, dass es in Paris einen Widerstand gibt. Das ändert sich gerade. Nach heute Nacht haben die Deutschen einen neuen Feind. Ich wollte sagen, ich werde dann Rücksicht darauf nehmen, auf das, was ihr schreibt. Oh. Jetzt fahr mal ein bisschen ordentlicher hier. Okay, hier ist irgendwo ein Bahnhof. Meine ich. Sagt mir so mein Französischkenntnis. Mein begrenztes. Das Depot ist gleich davon. Wir müssen sie ablenken, um durch das Tor zu kommen. Die Deutschen haben Befehl, Schüsse oder Explosionen sofort nachzugeben. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. 10 Pfund Sprengstoff in diesem Laster müssten eigentlich reichen. Ja, klingt gut. Klettern Sie zuerst auf das Gebäude dort. Wenn Sie auf dem Dach sind, ziehen Sie den Kopf ein und warten Sie, bis der Laster explodiert. Danach überqueren Sie an dieser Telefonleitung die Straße und dringen in das Depot ein. Solange die Soldaten abgelenkt sind, haben sie Zeit, am Primärtank einen Sprengsatz anzubringen. Wir treffen uns am Tor, wenn es erledigt ist. Passen Sie auf sich auf, Ihre. So, das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal das Dach hochzuckeln. Tja, und dann werden wohl ein paar Leben gelassen werden. Wobei ich da jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich traurig drüber bin. Denn wenn man jetzt mal einfach bedenkt, was diese Assis da einfach für Mist abziehen. Da fällt es wirklich schwer, Mitleid zu haben. Da fällt es echt enorm schwer. So. Jetzt muss ich mal eben mich hier orientieren auf dem Dach. Ich glaube, ich bin letztes Mal... Genau, ich bin hier drauf gehoppelt. So. Und dann hier runter. Oh, renn weg, Luke. Renn weg. Renn doch endlich. Ach, ein Glück. Ja, das wäre ja jetzt ganz schön blöd gewesen. Das wäre ja richtig dumm gewesen. Das ist mein Stichwort. Nicht sie weg. Ja. Na, wirst du wohl hier auf die Leitung drauf. So. Alles klar. Und jetzt müssen wir uns hier irgendwie... möglichst unauffällig verhalten. Also das hier, das erinnert mich ja schon fast so ein bisschen an Disturbed.
Hieß es so? Ach Quatsch, nee, das ist eine Band. Was erzähle ich denn da für ein Müll? Ach, dieses andere Spiel mit Dishonored, genau. Haha, das war's. Disturbed, ja, genau. Oh, 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 und jetzt rennen, 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 mein Lieber, rennen. Nimm die Beine in die Hand. Heilige. Tja. Und jetzt ist die Farbe wieder hier. Das heißt, wir haben den Leuten ihre Hoffnung ein wenig zurückgegeben. Oh oh. Oh oh. Nee, 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 nee. Hier wird nicht auf mich geschossen. Hallo? Bitte nicht. Okay, einfach rennen. Rennen. Ah, nicht erschießen hier. Das finde ich ja jetzt mal gar nicht gut. Oh, oh. Oh, oh. Ab ins Auto. So, und jetzt den Luc abholen, ne? Ich weiß, ich hätte ihn überfahren können, aber das kriegen wir auch noch irgendwann auf die Reihe. Das kommt noch alles. Ja, und wo ist jetzt Luc? Komm schon, Sportsfreund. Oh. Ja, und jetzt am besten noch so hinstellen, dass er nicht einsteigen kann. Oh, super. Na komm, steig doch endlich ein, Junge. Steig doch ein. Oh, Action, Action, Action. Wir haben es geschafft. Heute Nacht haben wir die Geschichte beendet, mein Freund. Wir haben gerade mal eine Tankstelle gesprengt. Aber ich muss zugeben, der Feuerball sah ziemlich gut aus. Was macht das Auto? Es hat sich etwas geändert. Es liegt in der Luft. Spüren Sie es nicht? Jetzt, wo Sie es sagen. Das war erst der Anfang. Wir werden die Dunkelheit lichten. Der Stadt die Furcht nehmen. Aus für aus. Straße und Straße. Ja, so viel dazu, dass ich möglichst unauffällig fahren werde. Hat ja super geklappt. Nun ja, Freunde. Das ist Saboteur. Sagt mir, was ihr davon haltet. Und wenn es euch gefällt, dann wird es davon mehr geben. Bis bald!